In meinem heutigen Video kann ich dir endlich die besten Shortcuts für Excel-Profis vorstellen. Ich hatte schon mal ein Video zu Tastenkombinationen für Excel-Profis und das geht nochmal eine Stufe weiter. Im ersten Schritt passt du bitte deine Symbolleiste für den Schnellzugriff an. Dazu gehst du idealerweise auf Datei, klickst im unteren Bereich auf Optionen und wählst hier mittig Symbolleiste für den Schnellzugriff. Ich ziehe das runter. Hier ist auch nochmal der Weg erklärt. Excel, Datei, Optionen, Symbolleiste für den Schnellzugriff, mittig Befehle auswählen. Hier wählst du alle Befehle. Das dauert einen kleinen Moment und nun fügst du alle die hier links stehen, einfach hinzu. Du kannst dir das leicht machen, indem du einmal hier reinklickst und dann den ersten Buchstaben anklickst und dann entsprechend das suchst. Alle Filter löschen. Hinzufügen. Dann brauche ich Format übertragen und ich klicke wieder auf Hinzufügen. So mache ich das für die anderen auch. Als letztes fügst du noch hier oben das Trennzeichen hinzu und nun kannst du die neuen Befehle nach oben verschieben und das geht mit dem Pfeil hier rechts. Wenn du damit fertig bist, bestätigst du einmal mit OK und dann passt sich deine Symbolleiste für den Schnellzugriff hier oben an. Und nun schauen wir uns jeden Befehl einzeln an, wie der denn genau funktioniert und wie praktisch das ist. Der erste Befehl ist schon mein Lieblingsbefehl, nämlich lösch den Filter für den gefilterten Bereich. Dazu klickst du einfach immer die Alt-Taste und sobald du die klickst einmal, siehst du hier oben 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und das sind die Befehle, die wir jetzt gerade neu hinzugefügt haben. Und wunderbar, du siehst auch hier, das ist ein bisschen ausgegraut. Das heißt, das ist jetzt aktuell ohne Funktion und die anderen funktionieren. Und im nächsten Schritt weiß ich, alle Filter löschen ist meine 1. Das heißt, ich drücke einfach nur noch die 1 und schon ist der Filter aufgehoben. Nun ist auch hier oben wieder der Filter ausgegraut, weil der ja eben schon gelöscht wurde. Ich kann nochmal neu filtern und kann wieder mit Alt und 1 den Filter aufheben. Das ist mit Sicherheit der beste Shortcut und die beste Alternative zu Alt-VL, was auch funktioniert. Wenn du den Filter komplett entfernen willst, kannst du drücken STRG-SHIFT-L, also eigentlich STRG und großes L. Dann ist der weg. Der nächste beste Shortcut ist Format übertragen. Dazu kannst du natürlich gerne den Pinsel verwenden, hier oben. Mache ich einmal hier, Format übertragen und klicke hier hin. Das funktioniert. Es geht auch anders. Du markierst den Bereich, drückst dann Alt 2 und einfach einmal den Pfeil nach rechts, dann wird das sofort übertragen. Sehr praktisch. Natürlich kannst du das auch mit der Maus machen. Ich wähle wieder den Bereich, wähle Alt 2 und klicke einmal mit der Maus hier hin oder irgendwo anders hin, dann wird genau das Format übertragen. Der Doppelklick auf Format übertragen macht das ja möglich, dass du mehrfach klickst. Das fehlt bei dem Shortcut. Der nächste beste Shortcut ist ein wirkliches Highlight. Die Tastenkombination ist, glaube ich, die am meisten gesuchte, nämlich Werte einfügen. Da habe ich ja schon mal was gezeigt, nämlich indem ich STRG C drücke, STRG V und dann STRG W. Dann werden auch nur die Werte eingefügt. Das sieht dann so aus. Das geht besser. Hier sind jetzt Formeln drin, irgendwelche beliebigen Formeln. Und ich markiere den Bereich. Einmal STRG C zum Kopieren, klicke an die Zielposition und wähle Alt 3. Nun wurden die Werte perfekt eingefügt. Also Alt und 3 fügt dann einfach nur die Werte ein. Bester Shortcut. Der nächste Shortcut ist ähnlich wie Format übertragen mit dem Alt 2, was wir gerade haben. Ich markiere wieder einen Bereich, wähle STRG C zum Kopieren und kann dann hier Alt 4 wählen. Und wunderbar, das kann ich auch öfter machen, Alt 4 und hier nochmal Alt 4 und dann wird immer das Format übertragen. Das ist ein bisschen eine Erweiterung, so wie ein Doppelklick auf den Pinsel. Nach Klick von Escape verschwindet die Funktion. Befehl Nummer 5. Ich markiere einen Bereich, wähle Alt 5 und schon sind alle Formate für die Auswahl verschwunden. Die Formeln bleiben natürlich erhalten. Es geht hier nur
um die Formate. Alt 6 ist auch ein sehr, sehr praktischer, bester Shortcut, Fenster fixieren. Und zwar, wenn ich hier runterblättere, dann siehst du, dass das alles verschwindet. Das heißt auch der obere Bereich mit den Überschriften. Also klicke ich einmal in die erste Zelle unter der Überschrift und wähle Alt und 6. Nun siehst du hier eine ganz feine Linie, hier hinten auch, und die Überschrift bleibt bestehen. Wenn ich jetzt nach rechts rüber gehe, verschwindet alles. Das heißt, ich kann auch noch besser fixieren. Das heißt, ich drücke wieder Alt 6 und stelle mich in die Zelle hier, weil ich möchte, dass links von der Zelle und oben eine Fixierung erfolgt. Dann drücke ich wieder Alt 6 und nun siehst du hier die feine Linie nach unten und die nach rechts. Und nun bleibt das hier stehen. Und das Schöne ist an Alt 6, ich kann das auch nochmal drücken und dann ist die Fixierung wieder verschwunden. Mit Alt 7 kannst du die gesamte Datei oder auch nur ein Tabellenblatt an einen Empfänger schicken. Alt 7, dann wird gefragt, Sie können die gesamte Arbeitsmappe als Anlage einer E-Mail oder das aktuelle Blatt als Textkörper einer E-Mail senden. Wenn ich das wähle, sendet die gesamte Arbeitsmappe als Anlage, öffnet sich sofort eine Mail. Wichtig ist dabei zu wissen, wenn du hier die Vertraulichkeit normalerweise standardmäßig auf privat eingestellt hast, wird das hier ignoriert und wird wieder auf normal gesetzt. Datenschutzrechtlich könnte das besser sein, deswegen darauf achten, nochmal manuell anzupassen auf privat. Die andere Möglichkeit ist Alt 7 und zwar sendet das aktuelle Blatt als Textkörper. Ich sage okay. Nun wird das hier direkt eingefügt. Das sieht ein bisschen schräg aus, ist eine Mailfunktion in Excel und ich kann dann den Empfänger einfügen, CC, BCC und kann sogar eine Einleitung machen, die steht dann über dem Text. Hier habe ich auch noch weitere Optionen. Ich kann überlegen, welches Konto das schickt, ob weitere Anlagen hinzufügen. Und das gebe ich jetzt mal ein. Wenn ich jetzt schicke, kommt ein Hinweis und zwar, dieses Arbeitsblatt enthält ausgeblendete Zeilen oder Spalten, die der Empfänger einblenden kann. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen? Und tatsächlich ist es so. Wenn ich jetzt OK klicke, wird die Mail verschickt. Die sieht dann auch nur so aus, aber wenn der Empfänger das rauskopiert und nach Excel einfügt, sind alle Zeilen und Spalten, die ausgeblendet waren, wieder eingeblendet. Das sollte man nur wissen. Der nächste Befehl ist Alt 8. Ich markiere einmal meinen Bereich, wähle Alt und 8 und schon werden mir, wie bei der bedingten Formatierung, die doppelten Werte für die Auswahl in Farbe angezeigt. Ich klicke einmal OK und schon sind die markiert. Das ist sonst etwas umständlich zu finden bei bedingter Formatierung und ist sicher eine Funktion, die sehr häufig gebraucht wird. Darauf aufbauen kommt Duplikate entfernen. Wenn ich nun weiß, was meine Doppelten sind, kann ich natürlich auch nach der Farbe filtern und sehe sofort, ach ja, das sind die Doppelten, die können weg. Ich kann jetzt den Filter wieder durch Filter löschen aufheben oder natürlich noch besser durch Alt 1, was ja ganz am Anfang der erste Tipp war. Nun drücke ich Alt und 9 und kann jetzt die Spalten und auch die Überschriften auswählen für die Duplikate entfernen. Ich sage in dem Fall einfach OK und schwupps wurden 2 doppelte Werte gefunden und 4 eindeutige bleiben bestehen. Das waren sie also, die besten Shortcuts für Excel-Profis. Ich wünsche dir viel Freude mit Excel und bis zum nächsten Mal.